Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, und in diesem Video behandeln wir die Frage, wie sollte deine Webseite aussehen, anhand von zwei Beispielen. Einmal, wie sollte sie nicht aussehen und wie sollte sie aussehen. Und ich starte direkt mal mit dem Beispiel, wie sollte die Webseite nicht aussehen, und zwar anhand meiner alten Webseite. Die kannst du dir sogar noch angucken, www.shapewolf.com. Ich sage immer, die Seite habe ich einfach mal so gelassen und noch online gelassen, um zu zeigen, wie man es nicht macht. Und ich werde jetzt einfach mal die Struktur dieser Seite Punkt für Punkt durchgehen. Und zwar war das, wie gesagt, wirklich original die Seite, wie ich sie früher hatte. Und das war eine klassische Portfolio-Seite. Und so eine Portfolio-Seite ist das, was die meisten Kreativen haben. Sprich, es ist eine Seite, die gut funktioniert, wenn du schon im Gespräch bist. Das heißt, jemand sagt zum Beispiel, hey, ich brauche einen Imagefilm, und dann wirst du zum Beispiel von jemand anderem empfohlen. Der sagt dann zu dir, hey, du wurdest mir von Person XY empfohlen, ich brauche einen Imagefilm, du machst Imagefilme, zeig mir doch mal, was du hast. Dann ist eine solche Portfolio-Seite an sich okay, aber was ja wichtig ist, du willst ja vor allen Dingen auch mal Neukunden gewinnen. Du willst ja auch gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dich nicht nur auf die Kunden verlassen, die du hast, sondern auch im besten Fall mit deiner Online-Präsenz, auch mit deiner Reichweite, neue Kunden für dich überzeugen. Und dafür brauchst du eine andere Art von Seite, die ich dann gleich hier auf der Seite vorstelle. Aber wie gesagt, wir starten jetzt mit dieser Struktur. Und zwar war die Seite so aufgebaut, wir hatten oben diesen Above-the-Fold-Bereich, das ist hier dieser Bereich, den du hier siehst, und das ist der Bereich, den die Person das erste Mal sieht, wenn sie auf deiner Seite ist, und das ist auch der Bereich, den die Person sieht, ohne zu scrollen. Und da hatte ich hier geschrieben Design, Grafik, Video, habe eine schöne Grafik oder ein schönes Bild im Hintergrund gehabt und im Grunde einfach nur relativ, ja, ich sag mal, sehr minimalistisch kommuniziert. Also wozu wir Kreative auch oft neigen, zu sagen, okay, wir machen einfach Design, Graphic, Film, Web, und habe das dann einfach so gelassen. So, dann drunter kam dann der Bereich, was biete ich an? Neben dem Thema Website-Struktur habe ich einen weiteren sehr großen Fehler gemacht, und zwar habe ich mich halt überhaupt nicht positioniert. Ich habe da alles Mögliche angeboten, also Filmproduktion, Webdesign, Corporate Design, Grafikdesign, Produktdesign, also im Grunde habe ich alles angeboten und habe dieses ganze Buffet an Dienstleistungen, die ich da angeboten habe, auch an dieser Stelle hier aufgelistet. So, dann darunter kam dann der Bereich Portfolio. Sprich, da habe ich halt alle möglichen Arbeiten von mir gezeigt. Wie gesagt, bei mir war es jetzt der Bauchladen, aber selbst wenn du jetzt Videos machst oder Fotos machst, ist das so der Bereich, wo die Leute dann zeigen, hey, guck mal, was ich alles schon gemacht habe. Guck mal, was ich kann, guck mal, was ich gemacht habe. Das ist der Bereich, der dann da kam, Portfolio, wie gesagt. Darunter kam dann der Bereich über mich. Das heißt, da war dann wirklich so ein Text über mich als Person, ein Foto von mir, die Headline über mich und ja, ganz normalen Text, wie ich arbeite, woher ich komme etc. Und darunter, ganz am Ende, kam dann der Bereich Kontakt, also ein ganz klassisches Kontaktformular mit einem Button und einer recht schwammigen Call to Action. Da stand dann einfach nur, ich glaube, irgendwie sowas wie zuerst war das Wort oder irgendwie sowas Kreatives stand da an der Stelle. So, also wie gesagt, das war jetzt erstmal das Beispiel, wie man es nicht machen sollte, so wie ich es früher selber gemacht habe. Und jetzt zeige ich dir mal hier ein anderes Beispiel, und zwar anhand meiner aktuellen Seite www.filmmaker-marketing.com. Und diese Seite ist wie folgt aufgebaut, und das ist ein Aufbau, den nicht nur ich anwende, sondern den auch die Leute bei uns im Coaching anwenden und damit auch wirklich ganz andere Resultate erzielen, wie mit dieser Portfolio-Seite, wie sie vorher hatten. Und zwar haben wir erstmal oben in dem Bereich haben wir eine Headline und einen Positionierungssatz. Also die Headline beschreibt im Grunde erstmal entweder das Problem des Kunden oder den Wunsch oder die Lösung für den Kunden, die du bieten kannst mit Videoproduktion, mit Fotos, mit deiner kreativen Arbeit. Also es ist halt von Anfang an direkt schon ein bisschen konkreter kundenorientiert, nicht dieses Design, Grafik, Video und Web etc., sondern du sagst ganz klar in einem Satz beziehungsweise in einer knappen Headline, was ist das Problem, was du löst, oder was ist das Ziel, was der Kunde mit dir erreichen kann. Dann darunter ist ein Positionierungssatz, auch ein ganz kleiner, knapper Satz, der die Fragen beantwortet, für wen arbeitest du, was machst du, wie machst du es und warum machst du es. Und darunter ist ganz wichtig ein Call-to-Action-Button, also ein Button mit einer Handlungsaufforderung, jetzt kostenfreien Termin vereinbaren zum Beispiel. Und rechts daneben ist dann ein Mission-Video, das ist eine eigene Art von Videos, die wir so im Grunde ins Leben gerufen haben, beziehungsweise die Struktur dieser Videos, die haben wir für uns etabliert im Coaching. Und dieser gesamte Bereich, den du da siehst, der ist im Grunde so, dass er schon eigentlich keine Fragen mehr offen lässt. Also dieser gesamte Above-the-Fold-Bereich
würde an sich schon ausreichen, um Anfragen zu bekommen, weil im Grunde dort alle Fragen geklärt werden, vor allen Dingen sehr kundenorientiert kommuniziert wird und auch ganz klar wird hier direkt quasi die Call to Action platziert, also heißt diese Handlungsaufforderung, was ist der nächste Schritt für den Kunden, und zwar, dass er mit dir in Kontakt tritt, was wir auf dieser Seite erst ganz unten haben. Das heißt, da muss die Person ganz nach unten scrollen, um mit dir in Kontakt zu treten. Danach kommt Next Steps, also quasi so ein Bereich, wo wir sagen, hey, lieber Kunde, ne, der Kunde weiß ja jetzt, okay, worum geht's, was kannst du ihm bieten, kennst du sein Problem, hast du einen Lösungsansatz, und jetzt sagen wir quasi in drei einfachen Schritten, okay, so kommen wir jetzt zur Lösung, beziehungsweise so kannst du, lieber Kunde, jetzt zur Lösung kommen, und zwar als erstes füll das Formular aus, dann vereinbare ein Gespräch, wo wir ein Konzept erarbeiten, und dann als Schritt 3, jetzt können wir das Konzept gemeinsam mit dir zusammen umsetzen, und auch da wieder ein Call-to-Action-Button drunter. So, dann kommt zum Beispiel das Problem, das wäre jetzt eine Möglichkeit, also auch da kann man so ein bisschen in der Reihenfolge variieren. Dann käme nochmal eine Section, wo man das Problem nochmal ein bisschen genauer beschreiben kann, also eine Headline, die catcht, plus in ein bisschen Fließtext und nochmal ganz genau das Problem adressieren, was der Kunde hat, damit er eben wirklich sagt, okay, ja, ich fühle mich tatsächlich angesprochen, ja, der redet tatsächlich von mir und meinem Problem und hat eine Lösung, die auch wirklich für mich relevant ist. Weil das ist mir das Wichtigste im Internet, wenn du Werbung schaltest oder auch eine Webseite hast, es muss quasi einfach relevant für den Kunden sein und für seine Situation. Auch unter dem Problem haben wir dann wieder einen Call-to-Action-Button, und dann kommt noch ein weiterer Teil, und zwar Erfahrung, also zum Beispiel ja, Testimonials nennt man es ja auch. Wie gesagt, diese Bereiche können zum Beispiel auch variieren, diese beiden. Und bei den Erfahrungen ist es jetzt bei mir so, ich habe zum Beispiel ganz viele Videos von Kunden, die darüber berichten, wie sie mit dem Coaching jetzt wirklich ihr Geschäft weiter vorantreiben konnten, dadurch super Ergebnisse hatten, und das Ganze bezogen jetzt auf einen Videografen oder Fotografen oder Filmemacher wäre dann quasi einfach ja, im Grunde Videos, wo die Kunden sagen, was für tolle Effekte es hatte, als sie das Video von dir zum Beispiel auf ihre Webseite gepackt haben. Das heißt, was ich zum Beispiel eher empfehlen würde, wenn ich jetzt die Wahl hätte als Videograf oder jemandem empfehlen würde, packst du Videos von dir, also quasi diese klassischen Referenzprojekte auf deine Seite, oder packst du Aussagen von Kunden, die sagen, wie toll die Zusammenarbeit war, auf deine Seite. Wenn ich da die Wahl hätte, würde ich ganz klar die Erfahrungsberichte der Kunden vorziehen, weil das ist etwas, was die Leute noch mehr überzeugt. Und auch da wieder eine Call to Action. Und im Grunde siehst du jetzt, wenn du dir diese beiden Beispiele mal anguckst, wo der Unterschied ist. Bei dem rechten Beispiel sehen wir einfach, dass wir überall, also jetzt einfach bei diesen vier Sections schon einfach viermal diesen Call to Action Button haben, also schon viermal quasi die Handlungsaufforderung gegeben haben, hey, wie kannst du jetzt auf den, mit uns ins Gespräch kommen? Wie sieht jetzt der nächste Schritt für deine, beziehungsweise für die Lösung deines Problems aus? Das könnte dann ein Imagefilm zum Beispiel sein. Und hier sind wir einfach sehr stark kundenorientiert, wohingegen wir auf der Portfolio-Webseite sehr stark ja, uns orientiert haben an dem, was wir machen, unsere Projekte, wer sind wir, und dann ganz am Ende das Kontaktformular. Und das ist nicht sehr kundenorientiert und wird gegen eine solche Webseite im Vergleich, wenn man da mal Werbung drauf schaltet, Instagram, Facebook, LinkedIn, wird so eine Seite niemals so gut performen wie eine solche Seite mit einem solchen Aufbau. Ja, und wenn du sagst, ich habe mich da jetzt vielleicht wiedererkannt, oder ich habe vielleicht meine Webseite auf dieser Seite vielleicht sogar ein bisschen wiedererkannt, und eigentlich möchte ich eher eine Seite haben, die auch diese Resultate erzeugt, oder grundsätzlich sagst, ich habe das Problem, ich kann mich nicht richtig positionieren, ich weiß nicht, was ich wirklich anbieten soll, ich weiß nicht, wie ich das Thema Marketing angehe, Facebook, Instagram, LinkedIn, in Werbung oder ja, andere Marketingstrategien, um Neukunden zu gewinnen, dann geh einfach auf diese Seite hier, www.filmmaker-marketing.com, klick auf einen der Buttons, sind ja genug drauf auf der Seite, und ja, komm mit uns in Kontakt und lass uns einfach mal sprechen in einem 60 Minuten Gratis-Coaching, da können wir einfach mal gucken, wie wir das Ganze bei dir auch anwenden können, und ja, jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit deiner kreativen Arbeit und bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.